Herzlich willkommen zur ersten Hansa Berlin Online-Buchpremiere mit Zoom und YouTube. Tatsächlich könnte sich keins unserer Bücher aus dem Programm besser für eine solche Premiere eignen als das Buch Power to the People, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden, von Georg Diez und Emanuel Heisenberg. Das Buch ist durchaus als eine Streitschrift zu lesen, in der die beiden Autoren über Technologie als Chance für eine andere Politik und Gesellschaft sprechen. Denn Technologie, so sagen die beiden, kann eine neue Form von Macht und Emanzipation ermöglichen, die von unten wächst. Eine digital-demokratische Revolution. Kurz zu den Autoren. Georg Diez ist Journalist und Autor. Er hat für den Spiegel, Spiegel Online, der FAZ und die SZ gearbeitet. Er hat mehrere Bücher geschrieben, zuletzt den politischen Essay Das andere Land und das Buch Martin Luther, Mein Vater und ich. Heute arbeitet er als Direktor für Strategie und Medien beim unabhängigen Forschungsinstitut. Emanuel Heisenberg ist Startup-Unternehmer und Politberater. Er hat das Technologie-Startup EcoWorks gegründet, das CO2-neutrale industrielle Sanierung anbietet. Er berät Ministerien, Parteien und NGOs zum Klimawandel und zur Energietransformation. Ich freue mich sehr, dass wir Julia Kläuber dafür gewinnen konnten, heute Abend mit den beiden zu sprechen. Julia Kläuber forscht und arbeitet zu Themen an der Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft. Und genau deswegen ist sie eigentlich auch die perfekte Gesprächspartnerin für die beiden. Sie entwickelt Strategien und Konzepte für Innovationsprogramme auf der ganzen Welt. Aktuell beschäftigt sie sich mit dem Thema digitale Infrastruktur, Technologie und Feminismus. Sie hat eine Non-Profit-Organisation namens Super gestartet und ist Partnerin bei Ashoka. Als Expertin berät sie auch die Bundesregierung. In der Einleitung von Power to the People heißt es, wir haben dieses Buch im Dialog begonnen. Und idealerweise sollte es auch so gelesen werden. Das heißt, das Buch ist auch eine Aufforderung zu einer anderen, neuen Art des Miteinandersprechens. Auch deswegen bin ich sehr gespannt auf das kommende Gespräch. Super, vielen Dank fürs Intro. Hallo an alle, die auf YouTube im Livestream zugucken. Wir machen das so über Plattformen hinweg, Zoom, YouTube. Ihr könnt aber gerne mitdiskutieren. Es soll nämlich jetzt eine Runde werden, in der wir uns unterhalten, über das Buch sprechen, über Technologie, Demokratie, Kapitalismus. Und die Fragen und Kommentare, die ihr auf YouTube in den Chat schreibt, kriegen wir auch hier rüber gespielt und werden dann die aufgreifen bestmöglich und darauf eingehen. Genau, so sieht das Buch aus, vielleicht noch für alle, die es nicht gesehen haben. Und wie gesagt, wir haben jetzt 60 Minuten Zeit, uns zu unterhalten und haben uns überlegt, dass wir mit einem aktuellen Thema einsteigen. Also wir haben so ein paar Themen gesammelt und gehen die jetzt einfach durch und sprechen in der Runde. Es ist so ähnlich wie im Podcast, nur mit Bild, so habe ich mir das vorgestellt in der Vorbereitung. Genau, und das erste Thema ist auch so ein bisschen das Thema, das gerade alle beschäftigt, Corona-Krise. Wir sitzen hier im Livestream und nicht im Beta-Haus. Und ja, mich würde total interessieren, was so, Georg, Emanuel, was waren eure Beobachtungen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen in Bezug auf Technologie und Demokratie und ja, die Situation, in der wir uns gerade befinden? Ja, Julia, vielen Dank für die Moderation, für das, dafür, dass du uns hier durchleitest durch die technologische Buchpräsentation. Die Reaktion auf die Corona-Krise, auf die Corona-Situation ist so ähnlich, finde ich, in vielen wie die ganze Herangehensweise an die Frage, wie emanzipatorisch oder wie problematisch Technologie sein kann. Da spiegelt sich vieles auf einer kommunikativen und auf einer politischen Ebene wider, finde ich, was wir versucht haben in dem Buch zu beschreiben. Generell kann man ja sagen, dass die Corona-Krise extreme Beschleunigungstendenzen entwickelt für latent vorhandene oder auch schon manifest vorhandene gesellschaftliche oder technologische oder politische Entwicklungen und sicher uns in neues Zeitalter katapultiert, dass in vielem Unterschiedliches von dem, was wir bislang gekannt haben. Die auffälligste Veränderung, glaube ich, für viele Leute ist das, was wir auch hier tun, dass viele Leute plötzlich entweder merken, dass es technologisch möglich ist, kollaborativ über technologische Mittel und Plattformen
zu arbeiten oder dass es nicht so leicht ist. Also mir ist es in den letzten Tagen so gegangen, dass ich die bequem oder die Annahme, wie leicht das funktioniert, sich auf Videokonferenzen umzustellen, dass sich das etwas abgeschwächt hat, weil ich einerseits funktioniert das sehr gut und andererseits merke ich, dass wenn ich weg ausschalte, dann schalte ich plötzlich aus. Also irgendwie ist dann was weg, was ich dann noch nachholen will. Also es ist so ein Verschwinden. Und das ist neu gewesen und das ist wahrscheinlich auch eine Lernfrage, wie man in so Konferenzen kommuniziert. Aber das ist ja auch eine Grundfrage von dem Buch. Ist es technologisch die Lösung? Ist es antitechnologisch die Lösung oder ist es eine Verschränkung von bestimmten Mechanismen, eine kluge Anwendung von technologischen Prinzipien verbunden mit urmenschlichen Ansprüchen, Bedürfnissen, Rechten? Und das ist, glaube ich, wichtig, auch in dem Fall zu merken, muss um den Menschen gehen. Es muss im Grunde so funktionieren, dass der Mensch sich die Technologie schafft oder holt oder sie so benutzt, wie sie für ihn oder für sie wichtig ist und nicht umgekehrt. Und es war in vielen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, glaube ich, andersherum, dass Technologie geschaffen wurde, die dann sich den Benutzer gesucht hat oder gezüchtet hat in vielen. Ich meine, die Beschleunigungseffekte, so ganz viele Regierungen haben ja auch schnell irgendwie reagiert und wollten gleich sämtliche Tracking-Apps irgendwie live schalten. Also da hat man gesehen, oh, da muss man Grundrechte ganz schnell auch verteidigen. Oder das Thema, was ihr auch ansprecht in dem Buch, Open Source wird natürlich auch nochmal eindrücklicher sichtbar, was das für Effekte haben kann, wenn man dann sieht, okay, da gibt es dann irgendwelche Fab Labs in Italien, in Spanien, die nochmal für Beatmungsgeräte was in 3D-Drucker drucken und kriegen aber nicht diese Dateien von den Unternehmen, die ja sehr wohl hätten, weil da halt Patentrechte dahinter stehen und man dann den Zugriff auch in so Krisensituationen nicht gewähren kann. Man ist da zwar ein bisschen lockerer jetzt mit dem Patentrecht und verklagt nicht sofort, aber das waren so Dinge, die mir aufgefallen sind jetzt in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, was ihr da noch... Ich finde auch, das ist auch natürlich politisch die Frage, dass sie eine der übergeordneten Fragen, finde ich, für die Einschätzung der Reaktion der Regierungen auf die Krise. Ist das eine Art von Pauschalreaktion? Also reagiert man im Modus des 20. Jahrhunderts auf ein Problem des 21. Jahrhunderts? Ich würde sagen, in Deutschland ist das der Fall, dass man sehr flächendeckend Verbote erlässt, unspezifisch. Taiwan ist das andere Beispiel und eben sehr viel differenzierter, sehr viel kleinteiliger, mehr Bottom-up-Lösungen, wie du auch sagst. Also Data Sourcing auf der einen Seite, wo sind die Krankheitsherde, was sind für Informationen verfügbar? Also dass man sehr viel elastischer, dynamischer Informationen sucht, dass man sehr viel mehr testet, also sehr viel spezifischer die Krankheit betrachtet und dass man auch sehr viel spezifischer isoliert. Und das erscheint mir sehr, sehr stark verwandt dem technologischen Denken, das wir auch versuchen zu beschreiben. Dass Technologie ist mehr als eine Anwendung von bestimmten technologischen Prinzipien, sondern es ist eigentlich vor allem eine Art und Weise, kollaborativ zu arbeiten, bottom-up zu arbeiten, experimentell zu arbeiten, Lösungen on the go zu erarbeiten und nicht zu sagen, okay, die Ausgangssperre muss bis Ende nach Ostern halten oder so. Also so eine Art von etwas stumpfe Kommunikation, auch die Art der Kommunikation ist ja sehr, sehr stark, kann man auch sagen, autoritär, jedenfalls top-down. Autoritär ist vielleicht zu harsch, aber top-down und sorgt auch für bestimmte Irritationen, glaube ich. Und das Beispiel Taiwan ist eben was, wo man sieht, wie man dezidiert technologisch auf eine Herausforderung reagieren kann, die sehr spezifisch dem 21. Jahrhundert verwandt ist, in seiner Komplexität, in seiner globalisierten Dynamik und in seiner eben wahrscheinlich dauerhaften Präsenz, wo man immer wieder neu reagieren muss. Das ist ja auch der Virologe Drosten hat, glaube ich, von einem Tanz gesprochen, der dann einsetzen wird, dass man lockert, dass man wieder Restriktionen. Und da geht es extrem darum, wie schnell und wie gut Informationen fließen und verfügbar sind, glaube ich. Und das ist was eine große Herausforderung immer noch ist für so ein Land wie Deutschland, was infrastrukturell oder auch geistig anders funktioniert.
Ich meine, man hat sich ja über diesen, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, über diesen Hackathon Wir versus Virus, hat man ja von Seiten der Bundesregierung versucht, sich da auch ja, nochmal technologische Hilfestellung, Ideen, Konzepte zu holen. Habt ihr das verfolgt? Oder es euch angeguckt? Nicht so intensiv. Ich wollte vielleicht noch ganz, was Georg gerade gesagt hat, mit Top-Down und Bottom-Up und zentral versus dezentral, was dazu sagen, so als Beispiel. Es gibt hier das schöne Beispiel von Fukushima, als eben die japanische Regierung unglaublich lange gebraucht hat, um zentral verlässliche Messdaten von der Strahlenbelastung zu liefern. Und dann gab eben, haben einige Technologen aus der Zivilgesellschaft sich überlegt, okay, wie können wir jetzt eben Messdaten generieren, die aussagekräftiger sind, und haben dann so ein sehr günstiges Messgerät erstellt, haben dann eine Anleitung ins Netz gestellt, und dieses Messgerät konnte dann auf Autos gesetzt werden, oder Leute haben es auch mit sich rumgetragen, und in kürzester Zeit ist da mit ganz wenig Geld, sind da Hunderttausende von Messpunkten entstanden. Und sehr schnell hat dann auch die Regierung sogar anerkannt, dass deren Messdaten, dadurch, dass viel mehr Messpunkte da sind, viel besser sind, und haben dann selber auf diesen Messdaten ihre Aussagen zur Strahlenbelastung getroffen. Mhm. Ich glaube, es ist so ein Beispiel dafür, was es bedeutet, eben, dass man also eben das Ideensourcing eben vielleicht anders nutzt und nicht irgendwie alles zentral vorschreibt, sondern in so einer Krise, die ja auch sehr schwer überhaupt zu bewerten ist, was es mit den Leuten macht und wo die großen Engpässe sind, dass man eben da die Einzelnen mit einbezieht. Naja, also ganz gutes Beispiel, weil die haben ja damals, glaube ich, auch OpenStreetMap verwendet oder Ushahidi, also schon auch Anwendungen, die es gab und die auch von Communities getragen wurden. Also auch die Frage so, welche Infrastruktur braucht es denn eigentlich schon? Welche digitale und welche zivilgesellschaftlichen Organisationen, Communities müssen irgendwie schon bereit sein, um dann halt auch diese Aktionen durchzuführen, um Communities zu aktivieren? Das ist auch was mich in den letzten Tagen beschäftigt, genau, wo es halt nicht immer nur um Innovation, Innovation, Innovation geht, sondern halt natürlich auch auf ja, Infrastrukturen verlassen können muss, die offen, unabhängig und dann für alle auch zugänglich sind. Und dass eben auch in solche Infrastrukturen irgendwie investiert wird, oder dass der Staat dann auch so eine Zivilgesellschaft, so eine Technologiebasis irgendwie in Nicht-Krisenzeiten irgendwie fördert. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass er, also solche NGOs, die dann sowas schaffen, die haben dann halt auch oft eine Kultur von vielen Jahren, in denen sie sich entwickeln und in denen solche Strukturen geschaffen werden. Es ist dann schwierig, glaube ich, jetzt in so einer Krisensituation sofort sowas zu fordern, wenn es sich nicht über Jahre entwickelt hat. Dann nochmal ein Wort zum Hackathon, den ich schon verfolgt habe, wahrgenommen habe als ein durchaus deutliches Zeichen dafür, was sich dann verändert hat in diesem Land schon. Also dass von Regierungsseite sowas gleich institutionalisiert wird oder gleich genutzt wird, fand ich erstmal sehr eindrucksvoll. Es gab ja auch ein riesengroßes Echo darauf, und es ist eben so, dass in einem Land wie Deutschland da schon extrem viel eigentlich vorhanden ist, extrem viel passiert und eine extrem Dynamik ist. Und das Interessante ist eben, dass es einerseits diese technologischen Sprünge gibt und gleichzeitig ein gesellschaftliches Bewusstsein, was dem extrem hinterherhinkt und was dem extrem eigentlich und auch eine politische Praxis, die dem nicht entspricht. Und das sorgt eben für Friktionen und für Spannungen in der Gesellschaft, die mich beschäftigen, auch wenn man jetzt über die Nach-Corona-Zeit nachdenkt. Weil die Frage ist eben, will man jetzt eine Wirtschaft wieder aufbauen, die irgendwie eine Verdoppelung oder eine Fortführung des 20. Jahrhunderts ist, eine Art von automobilfokussierte, Kohle-, ölabhängige Postindustrialisierungsfantasie, oder schafft man diesen Moment zu nutzen, um mit dem wahnsinnig vielen Geld, was da jetzt plötzlich im Umlauf ist, echte Transformation zu schaffen, in andere Infrastrukturen zu investieren, in andere Energienutzung, in Energieeffizienz, in Ressourcenschonung oder in noch innovativere Formen von industrieller Praxis. Und das ist, was
wir in dem Buch natürlich nicht antizipieren konnten, was aber schon ein Konflikt unserer Zeit ist, der sich hier jetzt abzeichnet für die Zeit nach Corona, oder ja, wenn es eine Zeit nach Corona gibt, also die Zeit, die nach Corona letztlich gesellschaftlich oder industriell durch Corona geprägt sein wird. Ja, auf YouTube fragt Paul Wetzel, welche Chancen seht ihr darin, dass die momentane Situation dazu beiträgt, eben zukünftig verstärkt technologische Lösungen im Kampf gegen auch die Klimakrise einzusetzen und zu fördern von Regierungsseite? Das ist eine Frage, wie so vieles des Menschenbildes. Ich glaube, die Technologie, also glaubt man, dass das jetzt, also unabhängig davon, was man glaubt, ist es natürlich eine riesige Chance, gesellschaftlichen Diskurs anzuschieben. Und dafür muss man jetzt auch extrem arbeiten. Also ich mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, aus dem Klima- und Energiebereich, die haben natürlich einerseits einen großen Optimismus, dass es jetzt passieren kann, dass man jetzt das Momentum nutzt. Aber die spüren wahnsinnig wieder die Kräfte des Status quo dagegen arbeiten gerade. So, aber um die Frage positiv zu beantworten, kann Emanuel vielleicht auch noch mehr dazu sagen. Ich glaube, dass ein großes Bewusstsein, eine große Bewusstseinsverschiebung stattfindet, in was für einer Welt wir leben, was die Prämissen dieser Welt sind, durch Fridays for Future eh angeschoben, wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt, und dafür muss man kämpfen und das muss man versuchen durchzusetzen, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, fortschrittliche Technologien in allen industriellen Bereichen umzusetzen, glaube ich. Ich denke, dass eben diese riesige Herausforderung eigentlich nur technologisch geschafft werden kann. Also ich meine, jetzt auf der Einzelunternehmung sowieso, jetzt wenn ich jetzt irgendwie ein Energieunternehmen bin oder so, die müssen sich auch stark irgendwie digitalisieren und irgendwelche Netzbetreiber oder so, aber auf der politischen Ebene, also wir denken jetzt in dem Buch ja stark auch politisch, ist eben zum einen erstmal die Frage, wie so eine Regierung überhaupt das Problem angeht oder analysiert. Da gibt es eben zivilgesellschaftlich unglaublich tolle Studien, wie wir auf komplett eine erneuerbare Energieversorgung kommen oder wie wir eben eine klimaneutrale Gesellschaft formen im Verkehr, in der Energie. Und da sind halt die etablierten, sind die vor allen Dingen die zwei großen Volksparteien in den letzten Jahren einfach sehr, sehr zurückhaltend, widerständig, solche Strategien irgendwie erstmal irgendwie zu quantifizieren und dann systematisch einzuschlagen. Also ein konkretes Beispiel ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Verkehrspolitik mache, die irgendwie Sinn hat und ich sage, will ich jetzt irgendwie eine U-Bahn-Station bauen oder will ich das auf Elektroautos umstellen oder auf Fahrräder oder so, dann brauche ich erstmal irgendwie ein gutes Datenmaterial, um zu wissen, wenn ich da ein Viertel mit Verkehr, mit Mobilität versorgen will, wer lebt da überhaupt? Werden die überhaupt diese U-Bahn dann, dieses Mobilitätsangebot konsumieren? Und sind die alt oder jung oder wann arbeiten die? Und also diese Verschränkung, dass solche Großstädte eben erstmal auf einer Grundlage von Daten überhaupt erst überblickt werden und dann eben so eine klare Dekarbonisierungsstrategie für die Energie, für die Mobilität erstmal irgendwie quantifiziert wird und dann systematisch verfolgt wird, mit dem wirklichen Ziel zu sagen, hey, wenn wir Paris erreichen wollen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann müssen wir 2035 komplett dekarbonisiert sein. Was hat das für Folgen für uns? Und dann wirklich mal so ein Masterplan eben nicht nur irgendwie so nett rhetorisch auszugestalten, sondern auch in konkreten Maßnahmen und datenbasiert. Und davon sind wir Kilometer entfernt. Also es ist absurd, wie dilettantisch wir weiter unsere Energiepolitik angehen und diese Dekarbonisierungsaufgabe. Insofern meinst du, wäre die realistische Option auch eher, dass es so ist, dass die technologische Skepsis der Vor-Corona-Zeit dafür sorgt, dass es eine Art von Wiederaufbau gibt, der eher das reproduziert, was vorher da war. Emanuel, ist das, was du meinst? Genau, jetzt zu sagen, der Schutz dafür zum Beispiel, die Autoindustrie sagt, wir können jetzt die CO2-Ziele nicht erreichen, wir brauchen jetzt eine Ausnahme wegen Corona.
Solche Entscheidungen sind natürlich jetzt unglaublich interessant. Heißt es, dass wir unsere Gesellschaft jetzt mit einem Rückschritt ins 20. Jahrhundert finanziell retten wollen? Oder also, was wäre die Konsequenz, wenn die Regierung jetzt sagt, ja, dann lass uns die CO2-Ziele der Autoindustrie aufweichen, um dann Einnahmen zu generieren? Für Klima ist jetzt wirklich keine Zeit, wir müssen die Wirtschaft aufbauen. Genau, wir müssen die Deutschland AG retten, damit wir überhaupt noch Geld haben, um weiterzuleben, wäre dann dieses Argument. Aber es ist nicht sehr nachhaltig. Ich meine, selbst wenn jetzt Nahverkehrsunternehmen wahrscheinlich schon eine Vielzahl an Daten verwenden, ist natürlich auch immer die Frage, so geben sie die auch raus, haben auch andere Zugriff drauf, können Leute dann nochmal interdisziplinär mitarbeiten, Stichwort Open Data. Ich weiß noch, als wir in 2012 versucht haben, die Berliner Verkehrsbetriebe davon zu überzeugen, ihre Nahverkehrsfahrpläne rauszugeben, und es waren Unding. Also man konnte sich nicht vorstellen, wie man diese Hoheit über diese Fahrpläne, die eigentlich überall in Papierform aushingen, wie man da jetzt die Daten rausgeben könnte. Und man wollte selbst die ganzen Apps bereitstellen, auf die Leute dann zugreifen. Mittlerweile kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man quasi nicht den Zugriff auf diese Informationen hat. Also ich denke, da gibt es schon auch noch immer so Grundlagen oder so Grundsätze wie halt Transparenz, freier Zugang zu Wissen, die halt dann auch Innovationen ermöglichen von außen. Und wenn man jetzt den Hackathon anguckt, ich meine, da fragt man nach Lösungen. Die Frage ist aber, gibt man dann auch Zugriff auf Institutionen, auf Ressourcen, auf Informationen? Und das machen ja manche Städte in Europa auch schon anders und besser. Ein Beispiel in eurem Buch ist Barcelona. Was habt ihr da so an Eindrücken mitgenommen in den Diskussionen mit dann auch Francesca Pria und so weiter? Also was sind da Inspirationen, die man vielleicht auch auf andere Städte umsetzen und ummünzen könnte? Auf jeden Fall. Also für uns war Barcelona immer ein Zeichen für ein extrem klares, deutliches Beispiel, wie man Demokratie anders strukturieren kann mit Daten oder wie man auch lokale Ökonomie anders strukturieren kann. Also das vor allem in der konkreten Umsetzung war das immer sehr inspirierend. Also da geht es ja im Grunde darum, in Barcelona, dass man ausgehend von, wie du sagst, Open Source einerseits und dann Data Sovereignty, andere erstmal demokratische, praktische Mechanismen erzeugt, also wie kann man andere Bürgerbeteiligung haben, wie kann man transparentere Budgets erstellen, wie kann man andere auch Räte, organisierte lokale Verwaltungen haben, und dann andererseits, wie kann man Daten auch nutzen, um Industriepolitik zu machen, die dann letztlich den großen Monopolisten Paroli bieten kann oder jedenfalls eine Art von, also Paroli bieten ist sehr schwer, jedenfalls eine Alternative bieten kann zu den Modellen, wo alles sofort in Google und Facebook abfließt, weil Daten eben notwendig sind, wie du sagst, nicht nur um bestimmte lokale zivilgesellschaftliche, ökonomische Zusammenhänge zu verstehen, sondern auch zu gestalten. Das ist schon es ist nicht das Öl unserer Zeit, das ist wirklich zu kurz gegriffen, aber es ist natürlich auf eine gewisse Weise schon eine Art von Rohmaterial für die Entwicklung von oder für das Speisen von Entwicklung von KI oder Machine Learning und für die Grundlage für letztlich alle wirtschaftlichen Innovationen im digital-technologischen Bereich. Und das war für uns immer so, dass das so interessant war, weil es eine Art von unideologische Lösung war zwischen diesen Lagern der Techno-Euphoriker aus dem Silicon Valley-Kontext und der doch sehr stark präsenten Techno-Pessimisten, die dann im Zuge dann von Cambridge Analytica und der ganzen Facebook-Skandalen und dann auch der Einsicht, wie KI doch eben Ungleichheit, Rassismus verstärken kann und Ungerechtigkeit auch in der Gesellschaft verstärken kann, was alles wichtige Diskussionen sind. Aber zwischen diesen beiden Lagern droht dann eben das pragmatische, emanzipatorische Veränderungspotenzial von Technologie, kombiniert mit einer klar demokratischen, emanzipatorischen, politischen Sicht verloren zu gehen. Und da war Francesca Bria und Barcelona ein gutes Beispiel. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein Modell ist, was man in anderen Städten umsetzen wird.
und werde auch alles dafür tun, dass das passiert. Ja. Vielleicht noch von meiner Seite, also was Georg ja angesprochen hat, der Überwachungskapitalismus, wie Susanna Zuboff das nennt, ist ja eben die Frage, dass das große Plattformen wie Google oder Facebook eben unsere Handlungen über Datenpunkte ständig als Prognoseprodukt an zum Beispiel Werbepartner verkauft. Also wenn jetzt Facebook irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Mal so viel Umsatz mit Werbung macht wie alle amerikanischen Zeitungen in Summe, dann sieht man, was das für Dimensionen hat. Gleichzeitig wäre es aber unglaublich schade, und da ist eben Barcelona ein ganz tolles Beispiel, wenn diese Begeisterung, die Georg und ich ja auch für diese technologischen Lösungen haben, wenn diese Begeisterung nicht irgendwie für so ein gerechteres und besseres Europa genutzt werden kann. Also sich von Technologie abzuwenden, weil es eben das Beispiel von Missbrauch von Plattformen gibt, ist eben eine absurde Schlussfolgerung, die in Europa halt sehr weit vorherrscht. Und ich glaube, deswegen haben wir ein sehr eigenartiges Buch geschrieben, nämlich mit dem Optimismus, dass Technologie eben die Demokratie sehr stark verändern kann und wird, wenn wir es richtig einsetzen. Und das Buch ist eben auch noch, das Beispiel Barcelona ist auch nochmal ganz gut, wenn ich da noch was einfügen darf, weil es den Fokus auch auf die Stadt richtet als ein Ort, wo Demokratie anders praktisch definiert werden kann und wo auch letztlich eine andere europäische Erzählung entstehen kann, also wo andere europäische Zusammenhänge auch entstehen können. Und das ist ja schon interessant. Und das ist was uns sehr beschäftigt hat, generell Institutionen, Veränderbarkeit. Also einfach zu verstehen, dass die Welt, in der wir leben, institutionell ein Produkt der Industrialisierung ist. Also die Welt, in der wir leben, in ihrer Bürokratie, in ihrer repräsentativen Demokratie, all das ist ein Produkt des Kohlezeitalters. Und da das Kohlezeitalter zu Ende geht, ist es nicht nur notwendig, sondern auch logisch, dass diese Institutionen in eine Krise kommen. Das Problem bei der EU zum Beispiel ist dann wiederum, dass sie ja dezidiert eine Kohleinstitution ist, also eine Montanunion. Insofern, also deutlicher kann man den Widerspruch gar nicht eigentlich fassen zwischen einer politischen Realität, die sich möglicherweise ein bisschen verändert hat, aber doch noch in einer sehr, 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 sehr nationalstaatlichen und repräsentativen oder demokratieskeptischen bis feindlichen Praxis gefangen ist. Und einem Europa, was irgendwie noch das als einzige Geschichte ansieht. Also das hat mich auch mal skeptisch gemacht an diesen blauen Fahnen, die man dann schwenkt. Ich habe schon verstanden, was man schützen wollte, aber ich wusste nicht genau, mit welchem Ziel, also wer der Gegenstand ist, den man schützen will. Also die EU ist sicher nicht was, die ich so besonders, auf die ich so wahnsinnig viel transformatorische Hoffnungen setzen würde. Während technologisch avancierte Städte mit einem klaren Begriff von Pro-Migration, wie es in Barcelona ist, Anti-Gentrifizierung, technologischer, demokratischer Klugheit und einer ökologischen Perspektive sind eben Orte, die in jeder Hinsicht Alternativen bieten, industriepolitisch, demokratie, theoretisch und dann auch von der Art der Vernetzung. Also das ist eine andere Geschichte, ob jetzt Staatsminister in Brüssel vorfahren und Krisengespräche führen und irgendwie Parteigespräche und so, sondern im Lokalen ist eine sehr viel pragmatischere Politik möglich, wo es tatsächlich um Lösungen geht und nicht um Argumente und nicht um Ideologien. Und das ist in vielen, glaube ich, also wenn man das 20. Jahrhundert, wir sind beide Historiker von der Ausbildung her, deswegen gucken wir eigentlich immer nach vorne und zurück gleichzeitig, aber wenn man das 20. Jahrhundert als schon das Zeitalter der Ideologien betrachtet, dann ist das 21. Jahrhundert in vielen vielleicht schon das pragmatische Jahrhundert, was auch immer das dann bedeutet. Also, aber das würde auch bedeuten, dass die Leute vielleicht kein so ein großes Problem damit haben, das sieht man jetzt schon, wenn sie in einem autoritären Staat leben. Das ist nicht nur eine gute Nachricht. So. Also Pragmatismus heißt in dem Fall vielleicht auch, okay, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Aber es heißt aber auch, es funktioniert. Das ist erstmal wichtiger. Also das kann man in beide Richtungen wieder definieren. Das heißt nicht, dass das pragmatische Jahrhundert ein gutes oder ein schlechtes Jahrhundert ist. Es wird in vielen sicher eine sehr, sehr, sehr problematische
Zukunft, auf die wir da zusteuern. Aber wie Manuel sagt, ohne Technologie werden wir der nicht Herr werden. Wir können hier auch gerne noch über Geoengineering reden, wo wir beide eher eine skeptische Haltung haben, glaube ich. Aber das Verständnis dafür, wie widersprüchlich Technologie sein kann, weder gut noch schlecht noch neutral, sondern Produkt unserer Entscheidungen. So, das ist das, was uns übergreifend interessiert hat. Und am Beispiel Barcelona eben das spezifische Beispiel ganz konkreter Transformationsprozesse, die sich in einem europäischen Kontext zu einem europäischen Weg im Grunde skalieren ließen, wie die Technologen sagen würden. Ja, vielleicht noch ganz kurz abschließend zu dem Barcelona-Beispiel, ohne da jetzt zu lang drauf hängen zu bleiben. Was war denn da die politische Situation? Also was ist so der Nährboden dafür, dass dann solche Programme aus dem Boden gestampft werden und man sagt, so ab heute denken wir alles anders? Also vielleicht so ein bisschen Kontext noch, wird, glaube ich, auch helfen, nochmal zu verstehen, wie können denn andere Städte dahin kommen vielleicht auch? Ja, das ist ein guter Punkt. Es war, glaube ich, eine Verbindung zwischen Top-Down und Bottom-Up. Also, die politische Situation war nach der Flüchtlingskrise oder nach dem Sommer 2015 wurde Ada Colau gewählt, eine Bürgermeisterin, die aus der Anti-Gentrifizierungsbewegung kam, keine Parteizugehörigkeit hatte oder keine Partei verbunden war, was auch ein Phänomen ist, was uns interessiert. Die Bewegung als Partei. Die politische Logik einer Partei, was auch wieder die keine Partei ist, was wieder sagen bedeuten würde, es gibt eben das Ende von ideologischen Zuordnungen zumindest, es gibt sicher nicht das Ende von links oder rechts oder haben oder nicht haben, es gibt kein Ende des Gerechtigkeitsdiskurses, aber es gibt eine Zuschreibungsverschiebung. Und da hat Ada Colau, also als parteiunabhängige Bürgermeisterin, die Agenda gesetzt. Also deswegen, das meine ich mit Top-Down. Es gab eine zentrale Figur, die diesen Willen hatte, technologisch und aber auch gesamtgesellschaftlich eben pro Migration und so zu agieren und die das dann mit verbunden mit ganz, ganz vielen konkreten lokalen Initiativen, sowohl Top-Down als auch Bottom-Up, geschafft hat, diese Stadt zu einem Modell zu machen für eine Zukunftsstadt in Europa. Und das ist, glaube ich, ein Geheimnis, also so, dass man beides verbindet. Also man braucht nur Bottom-Up, kriegt man diese Veränderung nicht zustande. Man braucht den politischen Willen schon, der dahinter ist. Und wie der sich organisiert, das ist eben die Frage. Und da hat, was Emanuel sagt, ist natürlich, kann man schon sehr, sehr skeptisch sein, dass ein Parteiensystem wie unseres in den Parteizuordnungen, nicht wegen dem System, sondern wegen den Parteizuordnungen, ob die in der Lage sind, diese politische Agenda so zu setzen oder zu sehen, ist sehr zweifelhaft, weil die schon eben noch sehr verhaftet sind, zumindest an der Chimäre alter Klientelpolitik. Also ich glaube, das ist irgendwie auch, hat sich auch verschoben. Ich glaube, die sowohl die SPD als auch die CDU haben noch eine Vorstellung ihrer Klientel, die möglicherweise nicht mehr der Realität entspricht. Aber das ist der Kontext in Barcelona, der schon in gewisser Weise unique war, also nicht einzigartig, aber besonders. Ich finde es auch, ihr vergleicht ja, also wenn ihr über die Städte sprecht und über Demokratie im Lokalen, dann zieht ihr auch so ein bisschen die Schleife zu Fridays for Future, die das ja schon so ein bisschen verstanden haben, die agieren lokal, sind aber global vernetzt. Habt ihr dazu vielleicht noch ein paar Gedanken? Emanuel, sicher. Fridays for Future, also Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass die Bewegung einfach so viele Themen, die ich seit 15 Jahren jetzt selber verfolge und die mir jetzt als Umweltunternehmer, sagen wir mal, seit 15 Jahren so auf den Nägel brennen, aber eigentlich nie so eine, wo wir nie irgendwie in der Szene sozusagen mit den Themen durchgebrochen sind, dass jetzt eben so eine entwaffnende Bewegung, die einfach auf mich weiterhin eine absolut unbestechliche Bewegung ist, weil sie einfach von Teenagern angeführt wird, die erstmal kein wirtschaftliches Interesse verfolgen und die jetzt nicht irgendwie so aus der Grundidee des Kapitalismus herkommen, sondern die einfach sagen, Ich sehe einfach, dass ihr in der Verantwortung steht, die Ziele, dass wir irgendwie lebenswert in Zukunft leben können, dass ihr diese Ziele nicht ernsthaft verfolgt.
Und wenn ich jetzt drauf schaue, wenn wir jetzt irgendwie in Deutschland, was ist ich pro Person, 11, 12, 13 Tonnen CO2 emittieren und irgendwie auf 1 oder 2 Tonnen runterkommen wollen, dann verstehe ich einfach auch, dass die heute 16, 18-Jährigen, die diesen Zusammenhang verstehen, da auch unglaublich viel Wut haben, aber diese Wut trotzdem unglaublich konstruktiv hervorbringen und eben auch in einer hochgradig demokratischen Weise sich organisieren und auch sehr viel so auf diese Miteinander, wie gehe ich miteinander um und auch auf ihre Rhetorik schauen. Also ich bin ohne jetzt, wir sind schon oft bei den Demonstrationen und so dabei, auch als Unternehmen, aber ich schaue da einfach schon relativ von der Ferne, weil ich mich gar nicht so viel Zeit habe, mich zu engagieren, aber ich schaue da mit einer unglaublichen Begeisterung und Faszination drauf und fühle mich auch so ein bisschen überholt von der Generation, weil die einfach so viel größere Klarheit haben als jetzt meine Generation. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Georg, aber irgendwie man fühlt sich so, also ich fühle mich auch so ein Kind der 80er, 90er Jahre da abgehängt. Ja, klar, es ist natürlich, wenn eine Tatsache ist, dass die Hälfte des CO2-Ausstoßes je in den letzten 30 Jahren passiert ist, in deiner und meiner Lebenszeit, dann kann man nicht anders als sich Teil des Problems fühlen. Und das ist sicher auch in Verbindung zu sehen, so wie Julia das sagt, zu bestimmten grundsätzlichen demokratischen Fragen, Organisationsfragen. Also so gibt es letztlich den Verbund, einen politischen Verbund, der über das eigene Thema hinausgeht, oder gibt es ein Thema, worin sich eine bestimmte Einigkeit herstellen lässt und eine bestimmte Verbundenheit, die dann nicht eine Parteizugehörigkeit ist, die dann auch nicht dauerhaft ist. Es spiegelt ja in vielen dann auch gesellschaftliche Prozesse wider, die sonst zu beobachten sind, dass es irgendwie keine Karrierepläne mehr gibt, die länger als 3 bis 5 Jahre dauern oder wenige. Das ist eben eine generelle, ich hasse das Wort, es ist nicht auf Sicht fahren, aber das ist eben diese eher so ist wie einer der für uns relevanten oder interessanten Denker in einem Buch zitiert sagt, Joe Ito, dass es eben nicht mehr darum geht, Karten zu haben, wo man genau weiß, wo es hingeht, sondern eher einen Plan zu haben, eher einen Sens, einen Sinn für eine Richtung zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch Fridays for Future eigentlich abbildet, die ja dann auch gefragt werden, ja, was würdet ihr denn machen? Die dann auch oft Antworten haben, was sie machen würden, wo es aber erstmal gar nicht darum geht, zu sagen, wir haben Antworten, sondern wo es erstmal darum geht, zu sagen, wir wissen, dass diese Richtung nicht die richtige ist. Und das haben sie erstmal sehr, sehr laut gesagt. Und dann, auch sehr paradigmatisch für unsere Zeit, haben sie eben quasi, nachdem sie das gesagt haben, versucht, diesen Widerstand mit Lösungen zu füllen und machen das, finde ich, auch sehr gut. Aber es ist ein gewisserweise umgekehrter Weg von klassischem politischen Agieren, dass man zuerst ein Programm aufschreibt und so und dann irgendwas antritt, sondern es ist eine unmittelbare Willensäußerung, die massiv skaliert in millionenfache Wirkung rein durch digitale Mittel erzeugt und hergestellt wurde. Aber wie Julia sagt, lokal, physisch, ausgeübt, Präsenz, Demonstration jeden Freitag. Und ein Mädchen, die einfach physisch dort saß, wo sie saß, bevor es losging. Also das ist diese Verschränkung, die ich so interessant finde zwischen digitalen und physischen. Ja, würde das auch unter dieses Konzept von Roberto Unger fallen? Der beschreibt ja so Innovationsdemokratie oder diese High-Energy-Democracy, die er auch aufgreift, wo es ja stark darum geht, immer wieder Dinge auszuprobieren, zu scheitern, über den Haufen zu werfen. Also denkt ihr, das geht in eine ähnliche Richtung, dass man das sich einfach nicht solchen Programmen verhaftet, sondern viel, viel agiler funktioniert und viel, na, vielleicht auch diverser aufgestellt ist am Ende, weil bei diesen Demonstrationen, jetzt nicht wieder darauf zu beziehen, waren ja dann auch so die Großeltern und nochmal wurden halt wirklich alle angesprochen, was man ja jetzt so in der Politik, weiß ich nicht, wie viel dann da sich zum einen angesprochen werden und zum anderen das Gefühl haben, so sie können partizipieren und teilhaben. Ja.
Nein, Roberto Unger, brasilianisch-amerikanischer Denker, war für uns extrem wichtig. Dessen Hauptthese in letzter Zeit war eben, die Wissensökonomie besteht aus den Prinzipien oder beruht auf den Prinzipien im Grunde der Avantgarde des Silicon Valley, ohne das als Silicon Valley zu benennen. Der Besuch beruht auf den Prinzipien, wie du sagst, von Experiment, Kleinteiligkeit, Schnelligkeit und Teamstruktur, Empowerment der Einzelnen. Und das Problem unserer Zeit nicht primär eines ist, dass es da diese Abkopplung zwischen Silicon Valley und dem Rest gibt, sondern dass die Prinzipien von Silicon Valley nicht demokratisch genutzt werden, nicht verbreitet sind, nicht gesellschaftlich verbreitet sind und dass das die Kluft erzeugt. Und das, was mit Low-Energy-Demokratie beschrieben ist, eben eine Demokratie ist, wo Repräsentanten entscheiden und wo man delegiert und letztlich eine Art von Distanz entsteht durch einen Wahlprozess, der sehr stark die Gewählten und die Wähler entrückt. Und für ihn geht es darum und für uns auch, glaube ich, im Kern, dass man eine kontinuierliche demokratische Praxis herstellt, wo man kontinuierlich die Menschen letztlich in ihr Menschsein adressiert und in ihrer Würde und in ihrer Energie und in ihrer Ambition sieht, sehr viel genauer, und dass es diese Müdigkeit nicht gibt und diese Abgeschlafftheit. Und auf die Frage der politischen Praxis bezogen, finde ich das eben auch interessant, diese Frage des Experimentes, weil ich glaube, viele Menschen es müde sind, oder auch die Politiker selber es müde sind, Antworten zu verkünden auf Fragen, wo sie wissen, es gibt keine Antworten. Es gibt nicht die Antwort auf die Gesundheitssituation in diesem Land. Es gibt nicht die Antwort auf den Klimawandel, sondern es muss ein kontinuierliches Gespräch über Lösungen geben. Und dieser Druck, der auf vielen politischen Agierenden handelt, finde ich eben so mitleidserregend und befremdlich und dann auch irgendwie zerstörerisch für eine demokratische Praxis und ein Gespräch, weil deutlich ist, dass es kein Versprechen ist, was erfüllt werden kann, und wo auch deutlich ist, dass es irgendwie schon im Moment, wo es gesagt wurde, verpufft und auch nicht geglaubt wird, selbst von denen, die es sagen. Und da eine Art von neuem Gespräch, gesellschaftlichem Gespräch zu finden, was weniger ideologisch ist, präziser, wo also kein Politiker, würde ich denken, könnte auch dieses Scheitern so nutzen oder anerkennen, wie es bestimmte Unternehmer tun oder bestimmte andere Akteure in unserer Gesellschaft tun. Also so, dass das eine Art von ja, Durchlässigkeit sein könnte, die, finde ich, auch für die politische oder demokratische Praxis einen Schub an Energie bringen würde, wo es ein dauerhaftes Gespräch, ein dauerhaftes Verhandeln darüber gibt, was wir wollen, was die Lösungen sind für spezifische Probleme in spezifischen anderen Kontexten. Das ist ja, wie Emanuel auch gesagt hat, man muss ja wissen, für wen man Entscheidungen trifft, in welchem Kontext, im Lokalen, wie sind die lokalen Gegebenheiten unterschiedlich. Diese groben Organisationsmuster, Bundesländer, staatliche Ebene, sind eben ein Abreibungsprozess, sind Abstraktions, aber auch gleichzeitig, da verliert sich viel von dem, was demokratische Praxis und Realität eigentlich sein könnten. Ja, und auch so ein Stück weit die Frage, und apropos, ihr könnt uns, wenn ihr auf YouTube zuguckt, weiter Kommentare und Fragen stellen, die wir einfließen lassen, auch so ein Stück weit die Frage, klar, wenn man dann sich beteiligen kann an was, also wer, der irgendwie gerade in den Städten dieser Welt Mieten zahlt und jeden Tag hasseln muss, hat denn irgendwie noch die Energie und die Zeit, sich einzubringen? Also wie hängen unterschiedliche Systeme auch miteinander zusammen? Wie hängt der Mietpreis mit politischer Beteiligung dann vielleicht auch zusammen? Also das Ganze wirklich viel systemischer und größer zu sehen, das ist bestimmt auch ein wichtiger Ansatz, der häufig außen vor bleibt, wenn man sich einfach nur einzelne Technologien anguckt oder einzelne Bereiche, in denen man dann was implementieren könnte. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, dass ihr denkt, oh, jetzt wieder hier irgendwie so, wird wieder eine Technologie irgendwo übergestülpt, ohne dass man wirklich an die Struktur rangeht von einer Institution oder von einem Prozess, einem Mechanismus, sondern man versucht einfach irgendwas zu patchen mit, weiß ich nicht, Online-Konsultation, und da kann dann jeder klicken. Und am Ende kann man nicht nachvollziehen, wie das halt wirklich mit einfließt in Entscheidungsfindung. Ja. Genau. Ja.
Vielleicht von mir noch ein Punkt zu dem Beispiel mit Roberto und Unger und die Frage, eben, wer der das High Energy versus Low Energy Democracy nennt und sagt, eigentlich können wir nur in der Krise uns verändern in Europa, in diesen schwerfälligen repräsentativen Demokratien. Ich meine, jetzt in der Corona-Krise ist natürlich in so einem ersten Schockmoment, denkt man sich so, es hat schon auch viel Gutes, natürlich, dass dann Frau Merkel nach der Tagesschau da vor die Kamera tritt und irgendwie so Ruhe vermittelt und sie ist ja da auch eine tolle, ein toller Leader, der sehr analytisch an das Problem rangeht, natürlich noch alles super zentral organisiert. Und die Frage ist doch eigentlich, wie wir die Demokratie weiterentwickeln können, ohne irgendwie so ein populistisches Systemversagen erzeugen. Also das ist irgendwie auch so die Reaktion auf das Buch, dass viele Leser, Freunde von mir sagen, naja, wenn ihr jetzt da repräsentative Demokratie irgendwie kritisiert, ist es nicht gefährlich, sowas zu machen. Und ich glaube, das ist für mich so genauso ein Kern, den ich irgendwie spannend auch an der Diskussion finde. Haben wir überhaupt einen stabilen Zustand, den wir irgendwie erhalten wollen? Oder eine andere Frage, können wir diese Schwerfälligkeit so behalten? Wollen wir die verteidigen? Was führt uns dazu, wenn wir in dieser Schwerfälligkeit Europas noch länger verharren? Ich glaube, dass diese Fragen, die stelle ich mir jetzt gerade auch in so einer Krisensituation öfter. Ja. Apropos Hunger. Ich meine, ihr sprecht ja auch nochmal andere Konzepte an, die ich so ein bisschen dystopischer finde. Die Datendemokratie oder die KI-Demokratie, wo es dann halt darum geht, so okay, man hat irgendwie die Datenbasis, die wertet man jetzt aus und auf Basis derer wird dann einfach die Entscheidung getroffen. Oder wie seht ihr die Konzepte? Also für mich sind die eigentlich schon fast keine Demokratie mehr. Ich glaube, ihr sprecht es auch an in dem Buch, aber ja, dann nimmt es dann schon so eine Abzweigung, wo man so ein Stück weit so Technologie, Solutionismus irgendwie ranzieht und versucht einfach, man wirft da irgendwie Daten auf was drauf oder zieht sich Ergebnisse raus und dann wird es schon passen. Oder was ist da eure Sichtweise? Ja, also ich meine so dieses zu sagen, so Roboter ins Parlament ist natürlich jetzt nicht eine Forderung dieses Buches, sondern es ist einfach nur eine provokative Aussage, um irgendwo über das Phänomen nachzudenken. Aber so auf der Basis sind wir einfach auch begeistert von der Tatsache, dass zum Beispiel in großen Versammlungen so Themen wie Liquid Democracy, also dass du deine Stimme an jemanden delegieren kannst, der kompetent ist und der dich dann vertritt, führen eben sehr häufig dann zu besseren Entscheidungen. Also auch jetzt zum Beispiel große Unternehmen oder auch Startups, die haben ja auch sehr häufig algorithmische Entscheidungen, also wo sie einfach sagen, wir müssen da bestimmte eine Software konsultieren und da Parameter aufsetzen und fragen, wie entscheiden wir uns? Und da könnten wir eben in vielen technischen Fragestellungen, die jetzt industriepolitisch sind, wie viel Photovoltaik wollen wir in Deutschland ausbauen oder wie können wir die Windkraft erhöhen, ist natürlich absurd, irgendwelche Interessensvertreter auf irgendwelche energiepolitischen Sprecher einreden zu lassen. Und am Ende ist man einfach unglaublich weit weg von der eigentlichen Fragestellung und dann ist es einfach mit einem sehr kleinen Sample eine Interessensentscheidung, die intransparent ist. Und da sagen wir halt, lasst uns zumindest bestimmte Entscheidungen, die einfach sehr stark auf naturwissenschaftlich-technologischen Fragen basieren, dann vielleicht auch so entscheiden. Und wir müssen dann halt abstimmen, was die Kriterien sind, wer die Algorithmen überwacht und welche Entscheidungen dann wieder vom Menschen und in menschlichen Gremien getroffen werden.
Ja, hierzu kommt auch gleich eine Frage, Rüdiger Fries. Die Schwerfälligkeit bedeutet ja auch, dass Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit. Wie kann in einem von euch beschriebenen dynamischen, dystopischen Prozess das Vertrauen in staatliches Handeln erhalten bleiben? Ja, das finde ich eine interessante Frage, die dann sicher auch vieles anspricht, was an Unbehagen vorherrscht gegenüber solchen Veränderungsprozessen. Ich verstehe den Hintergrund der Frage. Ich würde aber die Prämissen und die Worte noch mal kurz hinterfragen. Ich glaube, was die Voraussetzung dieser Argumentation wäre, ja, dass es die Leute gut finden, wenn andere entscheiden. Wenn es eine Art von Kontinuität, steht ja da, Verlässlichkeit der Entscheidung gibt. Der Punkt ist, was ich problematisch finde und dann auch zur Frage der Verlässlichkeit kommt, ist, wer entscheidet und wer kontrolliert die Entscheider und wie, in welchem Rhythmus werden die kontrolliert. Und die Prämisse, die Möglichkeit einer, wie Herr Fries es sagt, eines kontinuierlichen demokratischen Austauschs besteht darin ja, dass es eine größere Nähe gibt zwischen denen, die entscheiden und denen, über die entschieden wird. Im Idealfall sind sie fast nicht deckungsgleich, aber gibt es einen andauernden osmotischen Prozess, wie es auch in einer Liquid Democracy wäre, wo es eine, und das, da sehen wir ja Ansätze davon. Also wenn Herr Drosten jetzt eine Funktion hat, der Virologe, an den alle glauben, dann hat es eine gewisse Berechtigung. Die muss aber demokratisch dauernd hinterfragt werden und das muss auch dauernd demokratisch besprochen werden, ob das zu weit geht. Andererseits ist es so, dass man es ja auf viele andere Felder anwenden kann. Warum? Was Herr Fries als Verlässlichkeit und Kontinuität beschreibt, öffnet ja auch Tür und Tor für Lobbyisten, für bestimmte Abkopplungsprozesse von Kontrolle und Legitimität von den Entscheidungen. So, das heißt, unser Modell dieses kontinuierlichen Austausches von Erfahrungen, von des Austauschs von Repräsentation und Repräsentanz, also dass dieses letztlich eine Abmilderung der Schwelle der demokratischen Praxis bedeutet eine größere Transparenz, Sichtbarkeit, Kontrollfähigkeit der Regierten. Und insofern finde ich das eigentlich umgekehrt so. Das ist ein größeres Vertrauen herstellt, wenn man merkt, dass es ein schnelleres Agieren gibt, ein schnelleres Reagieren gibt auf bestimmte Herausforderungen. Und meiner Meinung nach hat sich das auch in bestimmten, wie der Emanuel sagt, in bestimmten Krisenmomenten eigentlich gut gezeigt. Für mich war ja immer dieser Sommer 2015, als die Geflüchteten kamen, ein Zeichen für eine extrem demokratische Revolution fast. Also dass Millionen Deutsche reagiert haben, und zwar konstruktiv reagiert haben, schnell reagiert haben, Institutionen unabhängig reagiert haben und das Richtige getan haben und dadurch eine große, eigentlich nicht national, will ich nicht sagen, eine große demokratische, ein Stolz entstanden ist, ein großes demokratisches Gelingen erzeugt wurde, was eben nicht von Zuverlässigkeit oder Stabilität handelte, sondern von Menschlichkeit und unmittelbarem Agieren. Und im Grunde ist es ja eine Frage, was ist Demokratie für einen? Und ich würde sagen, Demokratie sollte im Grunde schon die Herrschaftsform sein, die es allen möglich macht, so viel wie möglich zu agieren, einen so großen wie möglichen Handlungsspielraum zu haben. Und dazu gehört das aber auch, was du sagst. Hat man einen großen Handlungsspielraum, der theoretisch vorhanden ist, digital, wenn man irgendwie die ökonomischen Mittel nicht hat? Also deswegen gehört das schon auch zusammen natürlich, die ökonomische Frage mit der demokratietheoretischen Frage. Wenn es nur eine hypothetische Möglichkeit ist, very liquid zu sein, aber alle sind irgendwie nicht very liquid, wenn es ums Konto geht, dann ist es schwierig. So, das heißt, das zusammenzudenken ist wichtig, aber das ist trotzdem eine gute, berechtigte Frage. Ja. Hat man auch jetzt in Korea gesehen, in Taiwan gesehen, Audrey Tang hatte vor kurzem einen Vortrag gehalten zu, wie die mit der Corona-Krise umgehen und sie meinte, die ist Digitalministerin und sie meinte, dass man sich halt so, ja, dass sich die Bevölkerung verständigt hat auf diese Mission, flatten the curve. Und da konnten sich alle dahinter vereinen und haben dann unterschiedlichste Maßnahmen an den Staat gebracht, auch im Lokalen. Und ich finde, das sieht man in Deutschland auch gerade ganz schön, dass sich
ja, Leute unterstützen, supporten in ihren Nachbarschaften und in einfach so unmittelbaren Zusammenhängen und dass man daraus ja, vielleicht nochmal Energie und Mut für größere Prozesse, kollektive Prozesse auch schafft, weil dieses Nutzerzentrierte, von dem man häufig spricht, wenn man Technologie designt, vielleicht muss man es auch umdenken auf Society-zentriert. Also es geht nicht mehr um den Einzelnen, sondern welche Auswirkungen bestimmte Dinge auf eine größere Gruppe haben, auf das Kollektiv. Also vielleicht ist jetzt auch eine Zeit, um solche ja, Ansätze umzudenken, kollektiver zu denken und größer zu denken, systemischer zu denken. Ja. Absolut, absolut. Wir sind ja fast am Ende. Ich wollte eigentlich noch, weil man gerade in dem Technologiebereich sehr häufig von Dystopien umgeben ist, also was kann alles schieflaufen und euer Buch ja doch auch ein eher optimistisches ist, wollte ich mit euch kurz über Utopien sprechen vielleicht noch. Also wenn man so wirklich, wir sprechen halt jetzt sehr stark über das Hier und Jetzt und auch über die Vergangenheit, aber ja, 20, 30 Jahre von jetzt, wie schaffen wir es zum einen, da Narrative zu entwickeln und uns überhaupt darauf einzulassen, so weit in die Zukunft zu denken? Und was sind da zum einen Ansätze von euch, die ihr verfolgt, die ihr vielleicht auch bei dem Schreiben des Buchs aufgegriffen habt? Also wie denkt ihr in die Zukunft und was wünscht ihr euch in so 20, 30 Jahren aus den einzelnen Bereichen, die ihr aufgegriffen habt, aus den einzelnen Ansätzen vielleicht auch? Emanuel, willst du anfangen? Eine ganz einfache Frage zum Ende. Ja. Ich glaube, dass also jetzt in meiner Welt der Klima-Innovationen sind natürlich 20, 30 Jahre eigentlich der zu lange Zeitraum, weil dann sind wir schon in irgendeiner 3, 4, 5 Grad Erwärmungslogik, die dann kaum mehr zu durchbrechen ist. Aber also wenn ich mir jetzt so anschaue, was sich schlaue Städte, jetzt Barcelona wurde genannt, aber wir haben ja auch irgendwie Kopenhagen und Oslo und andere, Amsterdam, die da tolle nicht nur Utopien entwickeln, sondern dann auch eben so ins Doing reinkommen und sagen, hey, was passiert, wenn wir da mal 10 oder 20.000 Parkplätze in kleine Gärten verwandeln? Was passiert? Und was würde passieren, wenn wir jetzt über die nächsten 15, 20 Jahre eigentlich versuchen, komplett die Autos aus der Stadt zu verbannen? Ich glaube, dass man eben in so einem, nicht in so einem nationalen Rahmen, den wir einfach immer mehr so mit Skepsis irgendwie betrachten, sondern in so einem überschaubar lokalen Rahmen, dann erstmal vielleicht ein paar heute utopisch klingende Ideen für die nächsten 10, 15 Jahre entwickeln, wie das da irgendwie die Schulen gut funktionieren und dass wir vielleicht irgendwie auf eine realistische Anzahl an Emissionen kommen und dass alle Leute da ihre Miete zahlen können und auch viele Leute vielleicht nicht produktiv immer arbeiten müssen, weil so eine starke lokale Wissensgesellschaft auch genügend Produktivität hat. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg oder sowas. Also ich glaube, man nennt es heute immer so Utopie, aber das ist eigentlich irgendwie was technologisch leicht Erreichbares. Und es braucht jetzt eher auch in der Politik starke Figuren, die auch so im lokalen Rahmen vielleicht 10, 15 Jahre regieren können, aber natürlich hoffentlich auf einer hochdemokratischen Weise und dann einfach diese Ziele umsetzen. Also das ist so mein Take. Ich würde ganz kurz einfach sagen, weil ich dann auch gerne übergeben würde an Igor Levit, der netterweise sein Konzert um eine halbe Stunde verschoben hat, um uns hier die Zuschauer nicht zu stehlen. Ich würde sagen, zum einen wird die Musik vielleicht eine Antwort geben, die er spielt gleich auf Twitter. Zum anderen ganz kurz einfach, dass der Mensch in Freiheit und Würde leben kann. Ich glaube, alle nötigen Mittel sind vorhanden und die umzusetzen ist an uns. Genau.
Genau, super. Georg hat es gerade schon angesprochen, es folgt gleich ein Klavierkonzert nochmal auf Twitter für alle für den Abend. Wir haben jetzt so ein paar Themen des Buchs angerissen. Vielen Dank, dass ihr mit kommentiert habt. So sieht es nochmal aus. Gibt es bei den Buchhändlern, bei den Buchhändlerinnen eures Vertrauens, die auch in der Zeit jetzt gut liefern können, habe ich gehört, wurde mir gesagt vom Hansa Berlin Verlag, die müssen auch unterstützt werden. Also falls ihr weiter zu den Konzepten lesen wollt und nochmal tiefer eintauchen wollt in die Materie, dann bestellt euch das Buch. Und vielen Dank für die Diskussion auch an Georg und Emanuel. Und ich glaube, wir schalten uns jetzt alle rüber zum Klavierkonzert, das in einer Minute beginnt. Genau. Danke, Julia. Vielen Dank. Danke, Julia. Vielen Dank. Schönen Abend noch.